Well, I don't mind the slowdown anymore. Servus, grüß Gott und hallo. Ich möchte heute ein Frühstückskräutertablett zurechtstellen. Und man sieht ja jetzt in den Gemüseabteilungen wieder die frischen Kräuter, nicht nur im Topf, sondern auch lose abgepackt. Und die kann man bei so einem Tablett ganz klasse gebrauchen. Und dann, finde ich, braucht so ein Tablett dringend Frühstückseier. Und die mache ich auch mit Kräutern. Also ich habe mir jetzt Eier gekocht, weiße Eier. Ihr könnt natürlich auch braune nehmen, aber ich finde den Kontrast mit diesem Weiß-Grün jetzt gerade so passend zu diesem Tablett, dass ich jetzt mal weiße Eier nehme. Und die werden jetzt mit den Kräutern beklebt. Dazu habe ich mir also eine kleine Sammlung mit kleinen Blättchen gemacht von den Kräutern, die für 2 bis 3 Tage im Büchlein getrocknet. Die sind jetzt so leicht angetrocknet, das reicht. Und zum Draufkleben nehme ich einfach ein bisschen Puderzucker mit etwas Wasser, dass das so eine ganz dünne Masse ist. Die klebt aber sehr gut und damit mache ich mir das Ei jetzt zurecht. Ich gebe also etwas von dieser Puderzuckerflüssigkeit oder Klebemasse da drauf und setze dann mein Blättchen dahin, lege das da drauf und damit das nicht so klebrig an der Hand ist, nimmt er einfach ein kleines Tempotuch oder ein Küchentuch und drückt es schon mal so an. Und dann auch bei dem Stielchen da unten noch. Dann geht man auch so insgesamt nochmal mit dem Pinsel drüber. Und es ist jetzt nicht so gedacht, dass das bombenfest sitzen muss. Ich finde das auch ein bisschen schön, wenn da noch so ein paar einzelne Zweige rausgucken. Ich mache mir zum Beispiel hier unten, das schneide ich mir ab. So, und dann mache ich auch ringsrum um dieses Blättchen schon wieder diese Puderzuckermasse weg, dass das nicht insgesamt klebt. Dann kann man auch noch ein anderes da dran setzen. Man muss ja nicht nur jetzt diese Dillblätter nehmen, sondern das sieht ja auch schön aus, wenn da diese flache Petersilie noch dazu genommen wird. Und dann immer mal wieder ein bisschen drüber gehen, dass das dann gut hält. Und wenn ihr mit diesem Tuch immer wieder diese übrige Zuckermasse abtupft, dann könnt ihr sehen, dass das dann auch wirklich schnell trocknet. So, jetzt habe ich hier ein weißes Metalltablett, ein rundes. Da wird jetzt zusammengestellt. Als erstes nehme ich natürlich ein Deko-Teil, das ist mein Huhn, denn Eier und Huhn passt. Dann kommt meine Petersilie drauf. Ich nehme das Töpfchen jetzt auch so, wie es ist. Ich mache keinen Umtopf drum. Ich habe ein kleines ein Tellerchen, was ich drunter stelle. Und da kommt jetzt das Huhn mit in Verbindung. Dann habe ich ein kleines Gläschen mit Dill. Das sind also lose Kräuter. Dann habe ich hier auch nochmal die andere, die kleine Petersilie. Da habe ich mir die langen Stängelchen hier rausgemacht und so eng zusammengesetzt. Dann habe ich jetzt meine Eier, die ich dazu setze. Und es ist ja wirklich wunderschön, dass man so eine Pracht an Eier hat. Und da mal so richtig ein gutes Frühstück mit ausrichten, das macht doch wirklich, da lacht doch das Herz. So, die stelle ich mir jetzt so hier bunt hin. Dann denke ich, wäre es auch nicht schlecht, wir stellen die noch ein bisschen enger zusammen. Dann kann ich nämlich noch was anderes,
Und zwar habe ich hier so eine kleine grüne Lotusblüte. Die mag ich sehr. Die ist natürlich eigentlich so für den Sommer gedacht. Gefällt mir aber zu dieser Komposition jetzt, zu diesen Dingen sehr gut. Da setze ich noch eine Mandarine dazu. Ich kann auch noch eine Zitrone mir da gut bei vorstellen. Gibt auch noch mal so einen gewissen Blick. Gelben Blickfang. Und so könnte dann ein Frühstückstablett aussehen. Ja, ein Frühstück im Bett wäre doch auch mal ganz nett. Gönnt euch mal eine Auszeit. Gönnt euch ein Kräutertablett. Ich bin die Anke Wohnsdorf. Ich sage bis zum nächsten Mal Ade und schaut mal auf meinem Kanal, was ich da sonst noch so alles habe. Tschüss. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Cause in my heart I hear you speak. And on my face I feel you breathe. Next to me, two by land, by air, by sea. That is how it's supposed to be. Now, and that much I can see.